Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Joa. Und joa, wir sind wieder in Dunwall unterwegs. Und zwar dieses Mal auf dem Weg zur Golden Cat. Joa, und uns steht einiges bevor, denn das ist, wenn ich mich richtig erinnere, eine ganz nette Mission. Ja, für euch ist das jetzt, glaube ich, gerade mal 2 Tage her seit der letzten Folge. Für mich sind es 3 Wochen. Weil ich irgendwie in der letzten Zeit nicht ganz so zum Aufnehmen gekommen bin, aber Gott sei Dank dieses Mal ein bisschen vorproduziert habe. Also von daher alles relativ entspannt. Machen wir uns erstmal einen Überblick über Knochenartefakte und Runen. Es gibt 3 Knochenartefakte, okay. Das ist relativ unspektakulär an und für sich. Ja, da gucken wir jetzt mal, ne? Das wird schon irgendwie klappen. Immerhin werden heute mal keine Leichen hier runtergeschmissen, ne? Ah, so früh gefreut. Ach, das ist ja charmant. Ah, diese Wachtürme, die gab's ja auch noch. Verdammte Axt, ey. Naja, werden wir mal gucken, ne? Da werden wir schon drum rumkommen. Nur Schrott, wenn du mich fragst. Im Idealfall. Da legen wir die hier mal hin, da haben wir beim letzten Mal schon einen abgelegt. Das müsste ja gehen. Ja. So. Schon mal das erste Gefahrpotenzial hier ausgemerzt, sag ich mal. So, die Dinger sind natürlich jetzt schon eine große Gefahr, diese Wachtürme. Die lassen sich aber, wenn ich mich richtig erinnere, auch wieder relativ leicht aushebeln. So vom Prinzip her. Weil die haben halt oben diese Walöllampencontainer drin. Und die kann man eben ja, relativ gut, sag ich mal, da oben rausnehmen. Bürger von Dunwall. Thaddeus Campbell, der frühere Oberaufseher, ist kein Bürger von Dunwall mehr. Er trägt nun das Zeichen des Ketzers. Und nach einer der ältesten Traditionen des Jedermannsordens macht sich jeder, der ihm Hilfe oder Unterkunft gewährt, einer Straftat schuldig. In dieser Zeit der spirituellen Krise haben die Aufseher das Festmahl der bemalten Kessel ausgerufen, bis ein neuer Oberaufseher bestimmt wird. Da wären wir fast in den Sichtkegel gelaufen. Ja, das ist eine schöne direkte Konsequenz, ne, aus dem, was wir letztes Mal gemacht haben. Denn wir waren es ja, der dem Herrn Campbell das Mal des Outsiders, beziehungsweise nicht Mal des Outsiders, also dieses Mal des Ketzers darauf gebrannt hat. Also von daher, ne, hat alles seine Konsequenz. So, ja, wie sieht das mit den Knochenartefakten nochmal aus? Die Knochenartefakte sind mir eigentlich sogar relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Weil was wichtig ist, sind halt die Runen. Oder wären die Runen. Das davon im Moment allerdings jetzt hier nicht so besonders viele gibt, nämlich gar keine, um genau zu sein. Ja. Das ist jetzt erstmal nicht so dramatisch. Idioten. Ja, mit der Lumpengräfin haben wir schon mal dieses Mal auch nichts zu tun. Jetzt kommen wir hier ja rein, das ist ja ihr Haus. Was war das denn?
Alter, verdammt. So haben wir nicht gewettet, wa? Naja, ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier einfach reingehen kann. Oder ob man von den Typen auf die Fresse kriegt. Hey, du bist der, nach dem ich suche. Slackjaw will mit dir reden. Ja, wohl. Man kriegt nicht auf die Fresse, man kann jetzt auch nicht reingehen. Ist er das? Ja, das ist er. Hey, wir haben eine Botschaft von Slackjaw. Er will reden. In der Destillerie. Ja, dann machen wir das doch, ne? Ich war ja schon mal in der Destillerie. Auch da erinnern wir uns ja noch dran, ne? Das geht schon. Ja, hier haben wir noch eine kleine Zusammenfassung, was wir überhaupt machen wollen. Die beiden Pendleton-Brüder ausschalten. Und das natürlich wieder auf der ruhigen Seite, sag ich mal. Ich bin nicht mehr lange aus. Haben Sie davon, wenn Sie was aus der Destillerie klauen? Das vergiftete Elixier ist mieses Zeug. Ja, das waren wir. Ja, das Level kennen wir schon. Das ist teilweise ein bisschen schade, dass das am Anfang so recycelt ist, ne? Aber es gibt Schlimmeres tatsächlich. Langsam, langsam. Du brauchst nur einen Schluck. Hast du nicht gehört? Slack Joe hebt sich das gute Zeug selbst auf. Für uns verdünnt er den Rest ein Teil Elixier. Ja, würde ich auch so machen. Ja, man muss ja auch an den Profit denken. Oh, jetzt steht der auch wieder am letzten Arsch hier, du. Tach. Da haben wir einen Verbrecher, wenn ich dich so ansehe. Ein Verbrecher, für den ich vielleicht Arbeit habe. Jemand hat den Brautank mit der Seuche infiziert. Die Hälfte meiner Männer sind Weiner. Hab drei in der Destillerie gefangen. Der Rest treibt sich auf der Straße rum. Da dem so ist, fehlt es mir jetzt an ein paar fähigen Leuten. Und so habe ich jetzt vielleicht was für dich zu tun. So wie ich es sehe, lohnt es sich nicht, hier jemanden umzubringen. Bis auf die zwei Pendletons in der Golden Cat. Hab recht, oder? Siehste, Slackjaw kennt sich aus. Die Jungs sind Zwillinge. Reich, gemein und komisch. Schlimmer als die üblichen reichen Säcke. Haben sich schon eine Weile bedeckt gehalten, weiß nicht warum. Aber heute Nacht ist die Golden Cat besonders gut bewacht. Besondere Gäste und so. Und du willst da rein in diese Aufmachung und die Pendleton-Brüder umbringen? Hab vielleicht eine bessere Methode dafür, wenn du mir einen Gefallen tust, verstanden? Ja, immer. Jemand, aber ich weiß nicht wer, tötet meine Männer, wildert in meinem Revier, klaut meine Sachen. Könnte ein Typ namens Galvani sein. Hab meinen besten Mann geschickt, um das zu prüfen, aber er ist verschwunden. Und jetzt brauche ich einen, der guckt, was mit ihm passiert ist. Geh zu dem Haus von diesem Galvani. Er lebt ganz in der Nähe beim Clavering Boulevard. Wenn du das machst, zeige ich dir einen besseren Weg in die Golden Cat. Ja, ich würde sagen, nee, das nehmen wir doch gerne an, das Angebot, ne? Weil das scheint ja jetzt nicht ganz so schlecht zu sein. Gerade auch, weil ich ja genau diese Missionshinweise brauche. Hm? Ja, beziehungsweise, ne, man kann das bestimmt auch machen, ohne dass man das vorher sieht, beziehungsweise mitbekommt. Aber, es geht schon. Und da wir ja auch hier wieder auf die quasi, ja, gut, ne, nicht tödlich ist immer eine Frage des persönlichen Geschmacks. Upsi. Besagte Weiner. Also Weiner sind quasi die Infizierten. Mit der Seuche Infizierten, so rum ist das am einfachsten ausgedrückt. Aber, ne, das kriegt man eigentlich in der Regel ganz gut umgangen, wenn man zumindest weiß, dass es welche gibt. Also es gibt jetzt auch wieder ein Kämpfchen. Er hat auch nur den einen Angriff, ne? Der scheint ja zu reichen. So, wir gehen das jetzt ganz analytisch an. Wir gehen jetzt hier rüber. Das ist, glaube ich, die einfachste Lösung. Das steht hier.
Hatters fired the first shot, but Bottle Street Gang fired the last. Ja gut, okay. Und Blood from the Eyes. Ja gut. Das ist ja solchen Symptom, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Also eines der solchen Symptome, ne? Wobei ich mir immer auch noch nicht ganz sicher bin, ob es überhaupt bei diesen, mit diesem Sokolov-Elixier, ob das wirklich hilft. Das ist, wird irgendwie immer offen gelassen. In gewisser Weise. Ja, also von daher kann ich das jetzt gar nicht großartig bestätigen. Oh, das sind zwei. Das ist natürlich unschön. Aha. Ja, wir probieren es auch nochmal. Gut, also müssen wir wieder bei Galvani rein. Aber gut, wir kennen das Level ja schon so ein bisschen. Schnucki? Schnucki? Was ist das? Da kann ich mich nicht dran erinnern. Hä? Was war das denn jetzt? Hi, Griff. Momentchen mal. Ich möchte jetzt nur mal was wissen, was passiert. Mal eben kurz schnell laden hier. F9. Was war das denn? Irgendeinen Trigger übersehen oder sowas? Was für ein Chaos! Irgendwas Gutes gefunden? Verschwinde, Idiot! Wohin ist er so schnell verschwunden? Ach, ich hab doch keine Ahnung. So. Vom Design her waren das die Attentäter, ne? Die wir da beim Attentat auf die Königin auch hatten. Also nicht auf die Königin, auf die Kaiserin. Kaiser sind sie. Da lohnt sich das Essen wenigstens mal. So. Jetzt aber. Na gut, der Weg funktioniert immer noch. Diese Wachtürme sind echt nervig, also. Beobachten wir mal, ob der sich bewegt. Wenn nicht, dann ist das ein relativ einfaches Ding. Und dann gehen wir nämlich da einfach hin. Und
bügeln dem eine über. So. Dann machen wir mal rein, wa? Hast du ihn gesehen? Ich hab nur viel Blut gesehen, ehrlich. Das hätte ich auch gern. Keine große Sache. Vielleicht gehst du später hoch und schaust, wenn die anderen weg sind. Jetzt werden wir erstmal ein bisschen beobachten wieder. Das war auch logisch. So, das war Nummer 1. So ein Stockwerk höher, ne? Okay, also der Aufbau ist ja relativ ähnlich wie beim letzten Mal. Der Safe ist auch noch offen, den haben wir glaube ich beim letzten Mal gemacht. Uiuiui. Das hätte auch schief gehen können. Naja. Gut. Ich glaube, das waren alle Wachen auf der Ebene, ne? Gucke auch hier mal wieder rein, ne? Weil letztes Mal gab es hier Betäubungsbolzen. Da habe ich mir noch ein wenig dezent geärgert, dass ich vorher noch welche gekauft hatte. Aber gut, ne? Ah, guck mal, Dr. Galvanis Tagebuch. Ach, das hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon gesehen. Ja, Alter. Ja, wie gesagt, das ist das einzig Blöde, dass man halt in den ersten beiden Missionen sozusagen quasi zweimal ins gleiche Level geschmissen wird. Das hätte man irgendwie ein bisschen subtiler lösen können. Aber das ist ja schon wieder Meckern auf hohem Niveau, ne, also. Was war das? Das ist hier der Durchgang. Okay. Ja, ja. Ganz nett.
Wie gesagt, Hauptsache der Chaos-Faktor bleibt niedrig, weil sonst werden zum Beispiel auch die Ratten ungemütlicher und das ist gar nicht so cool. Wir haben keine Zeit, das herauszufinden. Ich gebe demjenigen einen aus, der es getan hat. Aber was schreibst du in den Bericht? Ich werde schreiben, dass wir da einen von Slackjaws Männern fanden, tot und blutig, und dass du ein Riesenidiot bist. Klingt überzeugend. Also mindestens zwei. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? In der Tat, das glaube ich. So, das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Vielleicht noch ein paar Dinge ins Wiederholen. Beziehungsweise ein paar Betäubungsbolz kaufen. Kann man sich mal so ein Mana-Elixier gönnen, wenn hier eher ins liegt. Ne? Das ist, glaube ich, nicht so dramatisch schlimm. Oh, hier noch ein paar King Sparrow-Federn. Also, Geld ist immer gut. Ah, ich sag's euch. Hilft einem immer. So. Wo ist jetzt die Rune? Ach, im Hinterzimmer. Makes sense. At least. Haben wir das schon gesehen? Nö. Mhm. Klingt jetzt gar nicht mal so erheiternd. So. Crowleys letzte Nachricht. Bringe den Audiographen zu Slackjaw zurück. Ja, müssen wir ja wohl, war, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass es sinnvoll wäre, es nicht zu tun, weil, wie gesagt, ich brauche ja die Informationen von dem Herrn. Das haben ja, das hatten wir schon. Hier noch was Neues. Ah, 25 Münzen. Die nehme ich doch gerne mit. Das haben wir, glaube ich, auch schon gesehen. Weiß ich nicht mehr. Das war auch, glaube ich, relativ banal im Moment. Ja. Genau. Ja, dann war es das hier, glaube ich, soweit schon drin, ne? Mal reingucken.
Das haben wir noch nicht. Das muss ich kurz lesen. Eieieiei. Ja, so eine Seuche ist schon was Schönes, ne? Also, kann man immer nur sagen. So, ne, also das können wir uns im Prinzip wieder ganz entspannt den Weg zurückbahnen. Wie gesagt, was das mit diesen Attentätern da auf sich hatte, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ist aus meinem Kollektivgedächtnis irgendwie raus. Ist aber auch nicht dramatisch schlimm. So, jetzt gehen wir mal kurz bei Griff vorbei. Attentäter, ey. Bekloppt. Hey, Griff. Wollen Sie sich mal ansehen, was ich gefunden habe? Jo. Gute Preise, versprochen. Ja, ja, das war alles nicht so schlimm. Ja, sehr gut. Die nehmen wir doch gerne mit. So, Slack-Jean. Also müssen wir wieder in den Distilleriebezirk. Destillerie, nicht Distillerie. Alter Junge. Was? Respekt vorm Gesetz habe ich generell nicht. Ah, okay. Vorhin standen hier noch die beiden Weiner, ne? Hatte ich hier eigentlich geguckt, ob Bruno und so, ne? Ja, siehst du? Er gibt einen Knochenartefakt. Springmine werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, aber es ist vielleicht gar nicht mal schlecht, eine zu haben, so als Ablenkungsgegenstand. Könnte sich als nützlich erweisen. Ja, guckst du mal. Oh, noch ein Knochenartefakt for free quasi. Welches haben wir denn? Tüdelülü. Oh, wir haben noch drei Runen. Wir könnten was verbessern noch. Ah, guck mal gleich mal. Was habe ich jetzt gerade gefunden? Wasser des Lebens, ne? Ja, gut, das ist irgendwie auch jetzt gerade noch nicht so wichtig. Entschuldigung. Oh ja, nehmen wir mal die Nachtsicht-Ausbaustufe, ne? Das kann, glaube ich, nicht schaden. Wie gesagt, das sind so die einzigen, die wir wirklich mal brauchen könnten, weil Zeit verlangsamen, tödlicher Schwarm und Windstoß, das bringt mir halt nichts, weil das passt nicht in meinen Spielstil rein. Ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Naja, naja, naja. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal in Dishonored und dann gucken wir mal, was Slackjaw sich da für die Golden Cat überlegt hat. Und bis dahin, macht's gut und tschüss.